Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte euch heute wieder ein Video aufnehmen zum Thema Stampin' Up! Demonstrator werden. Dazu habe ich euch schon ganz, ganz viele Fragen beantwortet in ganz vielen Informationsvideos. Die verlinke ich euch jetzt als Playlist hier oben unter dem weißen i oder hier. Und da könnt ihr einfach nachschauen und euch nochmal ganz viel Infos holen und ganz viel Input. Und heute wollte ich euch einfach mal zeigen oder erklären, was sich 2021 ändert. Es gibt eine etwas größere Veränderung bei Stampin' Up!, das betrifft natürlich auch die Kunden und natürlich auch die Einsteiger, dazu gleich mehr. Und ich wollte euch einmal zeigen, was im Starter-Set, was zusätzlich zum Starter-Set dazukommt, also dieses spezielle Angebot für Einsteiger. Und ich möchte euch heute nochmal zeigen, wie man sich anmeldet bei Stampin' Up!, wenn man sich dazu entschlossen hat, Demonstrator zu werden. Ich habe euch das schon mal gezeigt in meinem ersten Video, aber seitdem hat sich so viel geändert. Der Online-Shop ist neu und da habe ich gedacht, zeige ich euch das einfach mal ganz brandaktuell. Genau, dann legen wir jetzt einfach mal los. Die größte Veränderung, ich hole mir meinen Spickzettel her, ist die Celebration. Denn die wird sich nächstes Jahr, also ab 2021, ändern. Celebration, das bedeutet, es war immer eine besondere Zeit im Jahr. Immer von Januar bis März, so war es bisher. Und in dieser Zeit konnte man sich zusätzlich Artikel aus einer zusätzlichen Broschüre, die sich natürlich immer geändert hat, aussuchen. Und das ändert sich 2021, also ab 2021. Es wird dann zwei Celebration geben. Die erste, die kennen wir jetzt schon ein bisschen. Also wenn ihr die Kataloge schon habt, habt ihr diese Broschüre schon bekommen. Die erste ist eben diese. Die gilt jetzt von Januar bis Februar. Und zwar, muss ich nochmal ganz kurz auf die genauen Daten schauen, von 5. Januar, das ist ganz wichtig, bis 28. Februar 2021. So lang gilt jetzt die neue Celebration, also nur noch 2 Monate. Aber das Besondere ist, wir bekommen noch eine zweite in dem nächsten Jahr. Und zwar ist die dann von Juli bis August. Also insgesamt sind es dann 4 Monate, in denen man sich zusätzlich Artikel aus einer weiteren Broschüre aussuchen darf. Und dazu gibt es jetzt noch ein paar kleine Feinheiten, die ich euch eigentlich ganz gerne noch erzählen wollen würde. Das ist eben jetzt auch interessant für alle Kunden. Aber auch für die Einsteiger, ihr müsst natürlich wissen, ab wann gilt das neue Einsteigerangebot zur Celebration und was ändert sich da so. Also, ich habe es mir ein bisschen aufgeschrieben. Jetzt von Januar bis Februar 2021 ist es so, dass die Palette ein bisschen kleiner ist von den Sachen, die man sich gratis aussuchen darf aus diesem Heft. Die Ware wird von Nordamerika dann zu uns in den europäischen Markt verschifft und deswegen soll es eigentlich nicht dieses nicht mehr bestellbar geben. Das heißt, nicht bestellbar gibt es nicht mehr. Ihr wisst selber, wenn es jetzt irgendein Produkt gibt, das dann total der Hype ist, dann kann es natürlich trotzdem passieren. Aber eigentlich sollte das bei dieser Palette im Januar, Februar in dieser Celebration-Zeit nicht sein. Und bei der Zeit Juli bis August ist es dann so, dass die Palette größer sein wird. Also da kann man sich dann noch mehr Sachen aussuchen. Aber da kann es sein, dass die Ware eben nur so lange verfügbar ist, wie der Vorrat reicht. Das sind so die zwei Hauptunterschiede bei dem Ganzen. Die ganze Celebration für Juli bis August, das lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Da sehen wir dann, was uns da erwartet. Wir als Demonstratoren haben da jetzt auch noch keine andere Info dazu bekommen, außer das, was ich euch jetzt weitergeben konnte. Wir kennen jetzt einfach nur die von Januar bis Februar. Und die ist schon mal ganz toll. Genau. Und die ist eben auch wichtig für unsere Einsteiger. Also wichtigstes Datum ist dieses Zusatzangebot für Einsteiger, das es während der Celebration immer gibt. Das bleibt also. Und das gilt ab dem 5. Januar 2021 bis zum 28. Februar 2021. Genau. Das ist der Zeitraum, wo die Celebration gilt und eben auch der Zeitraum, wo das zusätzliche Einsteigerangebot gilt. Das ganz normale Einsteigerangebot, das kennt ihr, das ist das typische Einsteigerangebot, sage ich, also das Starter-Set, das bleibt ganz normal wie bisher. Da könnt ihr euch Ware für 175 Euro aussuchen und müsst nur 129 Euro dafür bezahlen. Egal was aus dem Katalog, da wird euch nichts vorgeschrieben. Und ihr bekommt eben dieses Einsteigerangebot, das ich euch gleich erkläre, noch zusätzlich dazu. Das Geschäftsmaterialpaket, das Stampin' Up! Euch automatisch zusammenpackt, das könnt ihr auch immer gleich mit gratis dazu sichern, also das bleibt auch und versandkostenfrei bleibt auch. Also alle Vorteile, die es bis jetzt gab, bleiben. Einsteigerangebot im Januar und Februar, also nicht mehr bis März, ist ein Papier, das ich euch gleich zeigen werde an meinem Arbeitstisch, habe schon hergerichtet. Und natürlich könnt ihr euch dann, wenn ihr eine weitere Bestellung aufgibt, auch noch tolle Celebration-Artikel aus der Broschüre aussuchen. Als Demonstrator darf man das natürlich genauso wie als Kunde. Genau,
Also das ist so das, was ich im Januar, also ab Januar 2021 beziehungsweise ab 2021 verändert wird, dass die Celebration eben auf zweimal aufgeteilt wird und anstatt 3 Monate im Gesamten dann 4 Monate im Gesamten dauern wird. Also schon mal ganz cool, da lassen wir uns mal überraschen, was das nächste Jahr so bringt. Genau. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt gleich mit rüber an meinen Tisch, denn da habe ich schon mal das Papier hergelegt. Es gibt nämlich als Einsteigerangebot ein tolles Papier zur Auswahl. Also was heißt zur Auswahl? Das ist komplett. Das sind 200 Seiten Designerpapier, die ich euch gleich zeigen werde. Und das ist schon mal ein ganz cooles kleines Goodie, das es noch zusätzlich gibt zum normalen Starter-Set. Weil das normale Starter-Set ist ja schon super, aber das ist immer noch so ein kleiner Highlight, so ein kleines Highlight, wenn man in der Celebration einsteigt. Das habe ich damals auch gemacht, als ich eingestiegen bin. Und da gibt es eben immer verschiedene Angebote und dieses Mal ist es eben Designerpapier. Genau, dann nehme ich euch jetzt mal rüber an meinen Tisch und ich zeige euch das Papier und natürlich auch, wie man sich dann anmeldet. Eine Sache noch, bevor ich jetzt die Perspektive wechsle. Ich wollte euch noch sagen, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die einfach hier unter das Video schreiben in die Kommentare oder ihr schreibt mir eine E-Mail an babsisbastelwerkstatt@gmail.com, dann beantworte ich die natürlich auch gerne. Und wie gesagt, ihr könnt gerne in den anderen vorhergehenden Videos stöbern gehen, weil da sind ganz, ganz viele Fragen schon beantwortet und da ist also ich denke, fast für alles schon eine Lösung parat. Und da könnt ihr natürlich auch nochmal nachschauen. Auch unter den Videos auch gerne mal nochmal die Kommentare lesen. Da ist auch schon sehr viel beantwortet. Und da hat man schon mal einen ganz großen Fragenkatalog beantwortet. Genau. Und noch eine Sache. Ups, jetzt seht ihr mein Aufnahmegerät. Das wollte ich an die Seite legen. Noch eine Sache ganz kurz ist, ich glaube, ich werde es schaffen, dass dieses Video noch 2020 online geht. Und deswegen wünsche ich an dieser Stelle vor der Kamera schon mal wunderschöne Weihnachten mit euren Lieben im ganz kleinen Kreis, aber ganz gemütlich und dieses Jahr mal ein bisschen anders als sonst, aber trotzdem, lasst euch nicht unterkriegen. Genießt die Zeit. Es ist was ganz Besonderes im ganzen Jahr und rutscht auf jeden Fall gut ins neue Jahr rüber. Ich wünsche euch da ganz viel Gesundheit, das ist das Allerwichtigste für uns alle. Natürlich Kreativität und ganz viel Glück und Zufriedenheit und ein bisschen weniger Turbulenzen als dieses Jahr. Was wir natürlich vom letzten Jahr auch ein bisschen gelernt haben, ist, dass wir einfach ein bisschen flexibler geworden sind. Oder ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber in Bezug auf meine Bastelwerkstattbande, also auf mein Team, habe ich gedacht, passt das jetzt eigentlich ganz gut noch zum Thema. Also wir haben jetzt auch ein bisschen mehr gelernt, quasi mit der Technik zu arbeiten. Unser Teamtreffen hat ja letztes Jahr nicht persönlich stattfinden können, also dieses Jahr. Aber wir haben dann ein Online-Teamtreffen gemacht und das war auch total schön und hat uns auch ein bisschen mehr mit der Technik verbunden, würde ich jetzt mal so sagen. Also wir haben jetzt das Ganze über Zoom gemacht und haben jetzt auch für die Zukunft, also ab dem nächsten Jahr, beschlossen, dass wir uns regelmäßig online treffen, mit einem anderen Programm zwar als Zoom, aber auch total cool und klappt auch ganz gut. Wir haben jetzt schon ein paar Testläufe gehabt. Und das ist vielleicht auch was, was wir von diesem Jahr noch ein bisschen mitnehmen können, dass man da einfach, ja, dass nicht alles ganz schlecht war und dass man auch ein bisschen was dazu gelernt haben oder zumindest bei mir war es so. Und das fand ich jetzt fürs Team auch ganz schön, also dass man da noch ein bisschen mehr Austausch findet, auch wenn man sich nicht treffen kann. Genau. Also das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Zwischenstand gewesen, bevor ich euch jetzt mit rübernehme zu meinem Tisch und euch die andere Perspektive zeige. Auf jeden Fall von mir ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen ganz guten Rutsch ins neue Jahr. An dieser Stelle noch mal kurz vor der Kamera. Genau, jetzt tauschen wir jetzt mal die Perspektive. So, ihr Lieben, und jetzt zeige ich euch mal das Papier. Und zwar habe ich mir jetzt eine Farbfamilie ausgesucht. Also wir als Demonstratoren konnten das jetzt quasi schon mal vorbestellen, dass wir euch das auch zeigen können. Und ich habe mich jetzt für die Farbfamilie die Neutralfarben entschieden und möchte euch jetzt anhand dieses Beispiels zeigen, was ihr da für Papier bekommt. Und zwar sind es insgesamt 200 Seiten Designerpapier. Die Maße sind 6x6 Inch, also 15, 1 oder 15,2, das kann ich mir nie merken. 15,2 mal 15,2 Zentimeter. Und es sind in einem Paket 40 Blatt Papier. Und ihr bekommt davon 5 Pakete, also insgesamt sind es 200 Seiten Designerpapier in den Farbfamilien. Diese Auswahl bekommt ihr quasi gratis zum Starter-Set dazu. Und die Muster, die in diesem Papier sind, die zeige ich euch jetzt mal anhand von diesem Beispiel. Ich zeige euch hier immer Vorder- und Rückseite. Also wir haben einmal so ein wunderschönes Karo-Muster, auch toll für Männerkarten, da muss ich immer an Hemden denken. Dann hier dieses Blumenmuster, auch sehr schön. Ich finde es toll, weil das irgendwie so schlicht ist mit diesem dunkleren und helleren Farbton. Einmal die
kleinen Pünktchen, die man in beide Richtungen natürlich verwenden kann. Und dann nochmal so ein Rautenmuster. Also ich finde die Farben, ich mag das immer sehr gerne, wenn das Designerpapier ein bisschen schlichter ist. Weil dann kann man immer noch ganz schön drauf dekorieren. Und das finde ich eben an diesem Papier wirklich toll. Man hat eben die verschiedenen Muster. Also ihr habt im Prinzip jede Seite zweimal und eben auf der anderen Seite dann ein anderes Muster. Genau. Und das ist jetzt eben dieses Beispiel für die Neutralfarben. Alle Farben, die in den Neutralfarben drin sind, sind eben hier als Papier vertreten mit diesen Designs. Genau. Und das habt ihr, wie gesagt, 40 Blatt, also das ist schon ein ganz schöner Stapel. Und das Ganze gibt es dann fünfmal in verschiedenen Farbfamilien. Also 200 Blatt Designerpapier, das ist dann richtig viel Papier, das ihr dann bekommt zusätzlich. Damit kann man schon mal eine ganz schöne Langeweile arbeiten, auf jeden Fall. Und das finde ich halt cool, weil es in den Farbfamilien ist, weil dann habt ihr natürlich auch immer den passenden Farbkarton oder die passenden Stempelfarben dazu und es bietet sich eigentlich immer eine gute Kombinationsmöglichkeit an. Genau, also das bekommt ihr zusätzlich in 5 Paketen zu eurem Starter-Set dazu. Das Starter-Set, wie gesagt, das könnt ihr euch komplett selber auswählen. Da könnt ihr alles reinpacken, was ihr wollt. Also zum Beispiel Kleber, Stempelfarben, Designerpapier, egal, Farbkarton. Was ihr brauchen könnt, packt ihr euch ins Starter-Set. Und genau, wichtig an der Stelle ist vielleicht noch zu sagen, ihr dürft jetzt nicht über diese 175 Euro drüber gehen. Also das ist die Grenze. Ein bisschen unterhalb bleiben passt, also keine Ahnung. 174,93 Euro oder sowas, wenn ihr da hinkommt, dann ist es perfekt. Aber das ist so die Grenze und 129 Euro müsst ihr, wie gesagt, nur dafür bezahlen. Das ist das ganz normale Starter-Set, das es eben immer gibt. So, ihr Lieben, und jetzt möchte ich euch zeigen, wie ihr euch anmelden könnt bei Stampin' Up. Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Die erste zeige ich euch jetzt mal anhand von meiner Webseite. Wenn ihr euch entschlossen habt, über mich als Demonstrator einzusteigen, ist das so der leichtere Weg. Und die zweite Variante ist einfach, wie man sich generell anmeldet, wenn man direkt über Stampin' Up quasi auf diesen Prozess gehen möchte, auf diese Prozessseite. Das zeige ich euch auch gleich. Also das erste, was ich euch jetzt zeige, ist wie gesagt meine Webseite. Die lautet www.babsis-bastelwerkstatt.de. Das habe ich jetzt hier oben im Browserfenster eingegeben. Und dann kommt ihr hier auf meine Webseite und könnt jetzt dann einfach auf mein Team klicken und dann auf als Demonstrator einsteigen. Wartet mal, ich nehme euch noch ein bisschen näher, dass ihr das besser sehen könnt. Also hier einmal auf mein Team, dann öffnet sich hier dieser Reiter und dann kann man als Demonstrator einsteigen, auswählen und dann öffnet sich hier diese ganze Seite. Und auf dieser Seite, da könnt ihr auch noch mal gerne stöbern gehen, da habe ich noch mal ein paar Videos von mir, ein paar Informationen zu den letzten. Und hier unten kommen noch mal ganz viele Fragen, die beantwortet werden. Genau. Und wenn ihr das alles angeschaut habt und euch jetzt keine Fragen mehr sind und ihr sagt, ihr möchtet einsteigen, dann könnt ihr hier oben einfach, also ganz oben auf der Seite, jetzt online anmelden anklicken. Und dann kommt ihr hier direkt auf diesen Vertrag. Und wichtig ist an dieser Stelle, also ihr meldet euch dann direkt bei mir als Demonstrator ein. Also man muss sich immer einen Demonstrator aussuchen, bei dem man einsteigen will. Und das ist jetzt dann direkt bei mir, aber das seht ihr nachher auch gleich nochmal. Genau, steigen Sie bei uns ein, bitte erstellen Sie Ihr Demonstratorenkonto. Dann müsst ihr natürlich alle Daten eingeben. Ich mache jetzt mal einen Test. Also ihr gebt einfach euren, dass ihr das auch richtig verfolgen könnt. Ihr gebt einmal Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer ein und klickt dann auf Erste Schritte. Ihr landet jetzt hier auch ganz normal bei der Demonstratorenseite. Also wenn ihr über die Demonstratorenseite nachher reingeht, das zeige ich euch gleich, dann sieht es genauso aus. Genau, also als erstes muss man sich registrieren. Und hier ist es jetzt so, das seht ihr, da bin ich gar nicht, komme ich gar nicht. Eigentlich hätte das jetzt so sein müssen, dass ich direkt da erscheine. Aber das macht nichts, ich zeige euch jetzt mal, wie ihr suchen könnt. Also zum Beispiel Demonstrator nach Namen suchen oder Demonstrator in meiner Nähe suchen, könnt ihr eben hier auswählen. Einmal Demonstrator nach Namen suchen, ich gebe jetzt mal mich ein. Also ihr gebt hier oben einmal einen Babsi Huber. Ich nehme euch nochmal ein bisschen nah ran. Ihr seht ja immer nur diese große Tastatur. Und klickt dann auf Suchen. Und hier erscheine jetzt ich, Babsi Huber, Ekling an der Paar. Ihr seht auch nochmal mein Foto. Und natürlich könnt ihr hier jeden anderen Demonstrator eingeben. Also zu dem Demonstrator, wo ihr ins Team einsteigen wollt, den wählt ihr hier aus. Oder wie gesagt, ihr könnt auch einfach in meiner Nähe suchen. Da müsst ihr dann nur
oder Adresse eingeben, also zum Beispiel die Postleitzahl. Ich gebe jetzt nochmal meine ein. 864 hoppla, 92 und dann nochmal auf Suchen klicken. Nochmal. Und dann erscheinen die Demonstratoren in eurer Nähe. Und hier in dem Fall bin ich jetzt ganz oben, weil das natürlich mein Ort ist. Also da könnt ihr dann auswählen, welchen Demonstrator ihr nehmen wollt. Genau, jetzt habt ihr quasi euch entschieden, bei wem ihr ins Team einsteigen wollt und könnt dann hier auf Weiter klicken, wenn das in Ordnung ist, was angezeigt wird. Da müsst ihr persönliche Angaben machen. Ist ja egal, was ich jetzt da eigentlich nehme. Ich mache jetzt irgendwas. Also ich gebe jetzt mein Geschlecht ein, mein Geburtsdatum und ob ich eine Zweitsprache habe oder nicht. Und nochmal auf Weiter. Und jetzt muss ich meine Postanschrift angeben. Und hier ist eben wichtig, eure Postanschrift ist auch eure Lieferadresse, beziehungsweise falls ihr eine andere Lieferadresse wie eure Rechnungsadresse haben wollt, könnt ihr das natürlich unten ändern. So, dann nehmen wir jetzt die Teststraße. Genau, hier gebe ich jetzt eine Postadresse an, also eine Anschrift Teststraße 1 habe ich jetzt mal in irgendeiner Teststadt und ich sage, meine Lieferadresse weicht von meiner Rechnungsadresse ab, dann kann ich nochmal eine Adresse eingeben oder ich lasse das, also meine Lieferadresse ist die gleiche, dann kann ich wieder hier drüben auf Weiter klicken. Okay, dann kommt die nächste Seite und zwar könnt ihr hier sagen, ich möchte einen Hilfsdemonstrator anmelden sozusagen. Also man kann hier auswählen, ich werde meine Stampin' Up Geschäftstätigkeit ohne einen Hilfsdemonstrator führen oder mein Ehepartner, meine Ehepartnerin wird mein Hilfsdemonstrator. Da kann man eben das Häkchen setzen, je nachdem. Können wir dann noch einen Namen eingeben, wenn man eben den Ehepartner einsetzen möchte. Ich habe es nicht, also ich habe keinen Hilfsdemonstrator und ich denke, die meisten haben es wahrscheinlich nicht. Also das kann man später zu einem späteren Zeitpunkt immer noch ändern. Ich lasse das Häkchen einfach oben und klicke dann auf Weiter. Okay, jetzt ist es wichtig, man muss natürlich die Vertragsvereinbarungen von Stampin' Up auf jeden Fall lesen und sich auch einfach damit beschäftigen, weil ihr vergeht ja hier natürlich einen Vertrag ein und deswegen müsst ihr das hier natürlich auch bestätigen, dass ihr das gelesen habt und dass ihr damit einverstanden seid. Dazu klickt ihr einfach die Demonstratorenregelungen an, die werden dann runtergeladen, das dauert jetzt bei mir ein bisschen und ihr könnt euch das alles in Ruhe durchlesen. Das ist jetzt nur eine Seite, das andere muss mehr sein. Also das lädt sich dann automatisch runter. Klickt hier nochmal drauf. Genau. Also ihr seht, das ist schon viel mehr zum Durchlesen als diese eine Seite. Und damit müsst ihr euch einfach in Ruhe beschäftigen. Einfach nochmal alles genau durchgehen. Man muss schon wissen, wenn man einen Vertrag unterschreibt, was man denn da eingibt. Und wenn ihr das gemacht habt, also diese beiden angeklickt habt, dann könnt ihr hier unten bestätigen und sagen, das ist in Ordnung. Ich habe das gelesen und habe das verstanden und bin damit einverstanden. Und ich bestätige, dass ich mindestens 18 Jahre alt bin und erkläre alle Bedingungen in dem Vertrag für unabhängige Demonstratoren. Das war eben dieser zweite. Also wichtig, ab 18 kann man das Ganze machen. Und dann klickt man nochmal auf Weiter und kann jetzt hier eingeben, ob man schon eine Umsatzsteueridentifikationsnummer hat. Und die kann man hier einstellen. Also wenn man eine hat, kann man die jetzt gleich anklicken und kann die hier gleich eingeben. Wenn man keine noch nicht hat, kann man auch ohne einfach auf Weiter klicken. Außerdem steht hier noch dabei, dass man eine Kopie von der Bescheinigung über die Umsatzsteuerregistrierung per Fax oder E-Mail oder per Post an Stampin' Up einreichen soll, nachdem man die Begrüßungs-E-Mail erhalten hat. Und das kann man dann eben noch bestätigen oder ändern, falls man jetzt nicht mehr umsatzsteuerlich registriert ist. Hier kommt immer ganz oft die Frage, muss ich ein Gewerbe anmelden, ein Kleingewerbe anmelden, wenn ich Stampin' Up Demonstrator sein möchte. Und an dieser Stelle soll ganz klar dargestellt sein, also ihr geht diesen Vertrag als gewerbetreibende Person bei Stampin' Up ein, also so unterschreibt ihr den Vertrag. Ihr könnt natürlich die Umsatzsteueridentifikationsnummer noch nachreichen. Wenn ihr sagt, ich mache das ein bisschen später, ich melde das Kleingewerbe erst ein bisschen später ein. Ich würde es eigentlich immer machen, das Kleingewerbe anmelden. Es ist kein großer Aufwand. Also ihr müsst da eigentlich nur zu eurer Gemeinde, zu eurer Stadt gehen und müsst es da beantragen. Und das kostet so um die 20 Euro oder ja, je nachdem, wo ihr wohnt. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Dann müsst ihr ein paar Sachen ausfüllen und dann seid ihr ein Kleingewerbe. Und deswegen, da seid ihr sicher auf der sicheren Seite. Deswegen würde ich es eigentlich jedem empfehlen. Also laut Vertrag geht ihr das Ganze als
klein, als gewerbetreibende Person ein. Jetzt bin ich da wieder im Bild. Genau, also ihr könnt es jetzt bestätigen oder noch nicht. Wenn ihr jetzt noch keine Identifikationsnummer habt, dann könnt ihr das so lassen und dann nochmal auf Weiter klicken oder die Nummer eben eintragen. Und jetzt kommt dieser Bereich Geschäftsmittel. Und zwar ist es ja so, Stampin' Up bietet euch ein zusätzlich zum Starterpaket noch ein Geschäftsmaterialpaket an. Und das ist einfach kostenlos und da sind zum Beispiel Kataloge drin, die aktuellen Katalogen, die Broschüren. Da sind so kleine Einladungskarten normalerweise drin für die ersten Workshops und Bestellscheine und sowas. Also das stellt euch Stampin' Up komplett frei zusammen und das würde ich immer dazu nehmen. Also hier sieht man auch nochmal genau, man kann es nochmal anschauen, im Set enthalten, Inhalt anzeigen. Genau, also hier sieht man das ganz gut aufgelistet eigentlich. An der Seite sind die Bilder, die man sich auch nochmal groß anschauen kann. Der Jahreskatalog ist drin, aktuell ist der Mini-Katalog noch drin. Ich bin ja jetzt noch im Dezember, nächstes Jahr ist er dann nicht mehr drin. Da habt ihr dann natürlich den Mini-Katalog, die Celebration-Broschüre, die Broschüre für Anfänger oder Einsteiger. Also das ist jetzt diese die für Bastelneulinge, sagt man da. Dann für die Einsteiger, dann eben so Einladungskärtchen. Und ihr habt natürlich auch Kundenbestellformulare da drinnen. Und hier ist nochmal so der Überblick, was da alles drin ist. Und hier an der Seite seht ihr auch, in welcher Menge oder in welcher Größe das drin ist. Und das könnt ihr einfach mit dazu packen. Das kostet euch nichts und ihr habt dann gleich eine Auswahl. Könnt dann vielleicht auch gleich jemand einen Katalog geben. Genau, also bei mir hat er das jetzt schon genommen, weil ich da jetzt auf jetzt shoppen gegangen bin. Ich gucke jetzt mal, ob ich nochmal zurückgehen kann, um euch das nochmal anders zu zeigen. Hoffentlich klappt das. Genau, also wenn ihr das jetzt nicht hier unten im Inhalt anzeigt, ist hier automatisch schon dieser Haken gesetzt und dann könnt ihr einfach auf hier unten jetzt shoppen klicken und könnt es dann mit reinnehmen. Wenn ihr es jetzt nicht haben wollt, müsst ihr wahrscheinlich da drauf klicken. Kann man das rausnehmen oder ist das automatisch dabei? Na? Kann man anscheinend nicht rausnehmen. Oder mein Internet ist gerade nicht so gut. Ich kann es jetzt nicht auswählen, deswegen... Also ich würde sowieso immer dazu nehmen, weil was man hat, hat man und das kostet nicht mehr. Aber falls ihr es nicht haben wollt, dann glaube ich, kann man es am Ende noch auswählen. Da muss ich mal gucken nachher dann. Genau, und jetzt stellt man sich quasi sein Starter-Set zusammen. Und hier oben steht es auch nochmal, also 175 Euro hat man zur Verfügung und es kostet nur 129 Euro. Genau, sobald der übrig gebliebene Wert unter 5 Euro liegt, kann man auf die Schaltfläche weiterklicken. Also vorher nicht, wenn ihr jetzt nur was für 120 Euro auswählt zum Beispiel, dann geht es noch nicht. Ihr müsst es natürlich schon ausschöpfen und das macht ja sowieso jeder. Genau. Und dann kann man jetzt hier, man kann sich noch eine Produktempfehlung anzeigen lassen. Man kann jetzt hier einfach alles, was man haben möchte, in seinen Warenkorb legen und hat dann hier unten immer die Anzeige, wie viel noch übrig ist. Genau. Also ihr klickt euch jetzt da einfach durch. Ich würde euch empfehlen, nehmt vorher schon Zettel und Stift und schreibt euch einfach euer Starter-Set schon mal zusammen. Ich nehme jetzt da einfach irgendwas rein. Ich habe jetzt da gar nicht, ehrlich gesagt, großartig überlegt, was ich da jetzt reinnehme. Das ist ja jetzt alles nur ein Beispiel. Ich nehme jetzt irgendein Set und klicke dann hier zum Starter-Set dazu. Jetzt kostet es 86 Euro und ich habe hier unten noch die Anzeige, wie viel noch übrig ist. Und ich nehme es jetzt einfach nochmal, nur als Beispiel für euch. Ihr wählt euch, wie gesagt, einfach aus, was euch gefällt. Und klickt es jetzt nochmal zum Starter-Set dazu. Dann habe ich übrig noch einen Wert von 1,48 Euro. Da kann ich mir jetzt nichts mehr nehmen oder suchen. Und kann dann jetzt einmal auf Set anzeigen gehen. Und kann dann hier, sehe ich jetzt nochmal im Überblick. Okay, also das kann man hier gar nicht auswählen, seht ihr. Ich habe jetzt das hier zweimal ausgewählt. Sorry, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter raus. So, dass ihr das auch seht. Also ich habe jetzt hier einfach mein Geschäftsmaterialpaket, das ist immer dabei, das muss man sich jetzt auch gar nicht da rauswählen, das ist einfach dabei. Das war bei meiner, als ich mich da angemeldet habe, konnte man das noch auswählen, ob man es überhaupt haben will, aber in der Regel nimmt man es ja eh. Und dann sieht man hier die ganzen Produkte, die ihr euch ausgesucht habt und hier seht ihr noch den verbleibenden Warenwert, was jetzt noch übrig ist. Und was ich bezahlen muss, sind immer 129 Euro. Ihr werdet hier wahrscheinlich im Januar, wenn das dann losgeht, auch euer Designerpapier, das ich euch vorher gezeigt habe, als Aktionspapier noch aufgelistet sehen. Das kann man bestimmt dann noch auswählen oder ist es einfach automatisch immer dabei. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das dann da aussieht.
Aber das seht ihr dann genau. Und dann kann man hier unten rechts einfach wieder auf Weiter klicken und muss jetzt nur noch seine ganzen Daten komplett überprüfen, dass man alles richtig ausgewählt hat. Also man sieht jetzt nochmal, bei welchem Demonstrator steigt man ins Team ein. Man könnte es hier auch nochmal bearbeiten. Man hat die persönlichen Angaben, die Postanschrift, Hilfsdemonstrator, ja, nein. Vertragsbedingungen, Versandart ist immer die gleiche, Gratisversand. Und jetzt ist es noch ganz wichtig, man kann jetzt hier auswählen, wie man das Ganze bezahlen möchte. Und an dieser Stelle ist es auch sehr wichtig, gibt es noch eine Änderung, die bis jetzt nicht so war. Ich muss noch mal kurz ein bisschen rausgehen. Man hat jetzt nur noch die Möglichkeit, mit Kreditkarte oder mit PayPal zu bezahlen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn jetzt jemand kein PayPal hat und keine Kreditkarte, wie kann er dann Stampin' Up-Demonstrator werden? Und da habe ich so gemacht, ich habe bei Stampin' Up nachgefragt, ob man jetzt zum Beispiel auch, wenn man einen Bekannten hat, der PayPal-Konto, der ein PayPal-Konto hat, ob man das nutzen darf, dass dann quasi der Bekannte einem das Geld auslegt und man hier mit PayPal über den Bekannten bezahlt. Das war in Ordnung von Stampin' Up aus, also ich habe das okay bekommen. Wichtig ist nur, der Demonstrator, bei dem ihr ins Team einsteigt, oder irgendein anderer Demonstrator darf das nicht für euch ausfüllen. Also das muss jemand sein aus eurem Freundes- oder Familienkreis. Also der Demonstrator, bei dem ihr ins Team einsteigt, der darf das für euch nicht machen. Das ist nicht erlaubt von Stampin' Up aus. Und da könnt ihr dann alles eingeben und dann nochmal auf Weiter klicken, wenn alles passt. Ihr seht hier drüben auch nochmal die Zusammenfassung mit dem Betrag, den ihr bezahlen müsst. Also immer 129 Euro. Und werdet dann quasi schon, wenn ihr das auf Bezahlen klickt, dann seid ihr schon, also in der Anmeldung quasi von Stampin' Up, dann seid ihr schon fast Demonstrator. Genau, also ihr klickt eben hier das noch an, gebt eure Daten ein und klickt dann nochmal auf Weiter. Das geht jetzt bei mir natürlich nicht, ich kann jetzt nicht mehr weitergehen, weil ich hier natürlich sonst was eingeben müsste. Aber so funktioniert der Anmeldeprozess. Und so könnt ihr euch anmelden als Stampin' Up Demonstrator. Was ihr immer noch machen könnt, ist, dass ihr hier oben nochmal euren Warenkorb anklicken könnt. Dieses ganz kleine Symbol mit der Einkaufstasche zeigt mir jetzt an, wie viele Sachen ich in meinem Einkaufswagen habe. Also mein Starter-Set zeigt er mir dann hier nochmal an und alles, was es dazu gibt. Und habe nochmal alles im Überblick. Genau. Ansonsten seid ihr dann, wenn ihr das alles so ausgefüllt habt, fertig. Und dann bekommt ihr eine E-Mail von Stampin' Up, dass ihr euch angemeldet habt. Ihr bekommt die Zugangsdaten für die Demonstratoren-Webseite. Und ihr bekommt dann, wenn ihr bei mir im Team einsteigt, auch von mir noch eine ganz, ja, informationsreiche E-Mail, da steht ziemlich viel drin mit einer Hilfestellung von mir, was ich für meine Teammitglieder zusammengeschrieben habe. Das ist so eine kleine Mini-Lektüre. Ihr bekommt von mir zum Beispiel auch die Links. Also es gibt zum Beispiel ein Logo, das ihr euch auf eure Seite laden könnt, von meinem Team aus, mein Team-Logo. Ihr könnt euch gerne vorstellen auf meiner Webseite. Das kann ich euch jetzt auch nochmal kurz zeigen. Unter mein Team. Wenn man da mal draufklickt. Ich habe hier echt eine langsame Internetverbindung, glaube ich, im Keller. Also ihr könnt euch zum Beispiel, das wäre jetzt das Logo von meinem Team, die Bastelwerkstattbande. Ihr könnt euch hier auch vorstellen, also zum Beispiel die Andrea hat es gemacht oder hier die Alexandra und könnt da mal ein bisschen durchschauen. Also da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Ihr bekommt dann auch zum Beispiel die Möglichkeit, bei uns in die WhatsApp-Gruppe einzutreten. Wir haben also WhatsApp-Gruppen, einmal so eine Verkaufsgruppe, wo wenn man was loswerden will, wo jeder seine Sachen reinstellen kann und eine Plaudergruppe sozusagen. Und dann haben wir ja gesagt, ab Januar machen wir ein regelmäßiges Online-Team-Treffen, einmal im Monat. Da bekommt ihr dann auch die Zugangsdaten dazu und also ja, diese E-Mail ist ziemlich voll von Informationen, aber da steht alles Wichtige drin, was man so wissen muss, finde ich, für den Anfang. Genau. Also so meldet ihr euch an und es funktioniert auch ganz genauso, wenn ihr auf Stampin' Up geht, also direkt auf stampinup.de, hier oben, seht ihr das nochmal? Hier könnt ihr euch genauso anmelden und geht dann einfach hier auf als Demonstrator einsteigen, also auf diesen Button hier. Und wenn ihr dann noch ein bisschen runter scrollt, seht ihr hier diesen großen Button bei Stampin' Up einsteigen und dann kommt ihr auf die gleiche Seite. Also ihr meldet euch hier ganz genauso an. Genau, also da geht es genauso weiter wie das, was ihr jetzt gesehen habt. Die gleichen Schritte und ihr wählt dann auch euren Demonstrator aus. Was mich jetzt ein kleines bisschen verwundert hat, ist, dass wenn ihr über meine Seite da reingeht, dass ich da nicht gleich direkt als Demonstrator drinstehe, aber vielleicht wurde das geändert. Ich gucke da nochmal nach. Aber wie gesagt, ihr wisst ja jetzt, wie ihr da einsteigen könnt. Und zu welchem Demonstrator ihr geht, das ist ganz euch überlassen. Also geht zu dieser Person. Ich habe das bei mir damals, war das auch so, da war ich mir nicht sicher, ob das jemand sein muss, der in meiner Nähe ist.
ich denke, in der heutigen Zeit kann man auch so wunderbar in Kontakt sein, gerade in der jetzigen Zeit, über WhatsApp oder über E-Mail oder über diese Teamtreffen zum Beispiel, die wir jetzt regelmäßig machen möchten. Also da sieht man sich und hat gleich einen Ansprechpartner auch und kann das super kommunizieren. Und das ist gar nicht mehr so wichtig, dass derjenige direkt neben einem wohnt. Aber das ist absolut euch überlassen. Also geht dahin, wo ihr euch wohlfühlen könnt, wo ihr euch ja geborgen fühlen könnt und wo ihr das Gefühl habt, ihr seid gut aufgehoben und ihr könnt alle Fragen stellen, die ihr habt. Wenn ihr in mein Team kommen wollt, freue ich mich natürlich sehr, immer. Das macht mir natürlich Freude, wenn jemand mir das Vertrauen schenkt, dass jemand in mein Team einsteigt. Aber was ich an der Stelle auch noch ganz gerne erwähnen möchte, ist, was mich total freuen würde natürlich auch, wenn ihr bei jemandem in meinem Team einsteigen möchtet. Also ich weiß noch, wie das bei mir am Anfang war, wenn einem da jemand dieses Vertrauen entgegenbringt, dass er bei einem ins Team einsteigt, das ist schon riesig und das ist einfach ganz toll. Und gerade am Anfang, wenn man anfängt, ein Team aufzubauen, da ist es was ganz, 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 ganz Besonderes. Also das ist natürlich auch noch ganz schwierig und man traut sich noch nicht so richtig, aber also man muss einfach jemand haben, der an einen glaubt und sagt, komm, ich steige ins Team ein. Und deswegen könnt ihr natürlich auch absolut gerne bei einem meiner Teammädels einsteigen oder natürlich bei jedem Demonstrator, wo ihr wollt. Also wie gesagt, absolut frei überlassen. Wie gesagt, mein Team findet ihr auch auf meiner Webseite, da könnt ihr ein bisschen stöbern gehen. Da sind auch die Seiten verlinkt von meinen Teammädels. Ich habe übrigens jetzt auch einen Mann im Team, ich freue mich total. Also ich weiß noch nicht, wie er das Ganze meistern wird, aber vielleicht möchte er auch mal ein Team aufbauen. Also wie gesagt, da könnt ihr einfach stöbern gehen und euch auch mal die Webseiten von meinen Mitgliedern im Team anschauen. Und ich muss mir das abgewöhnen, dass ich Teammädels sage, Entschuldigung. Also von meinen Teammitgliedern. Genau. So ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Ich glaube, es ist doch ein langes Video geworden. Ich hoffe, ich konnte euch wieder einen neuen Einblick geben. Ich versuche immer ein neues Thema, ein anderes Thema auszuwählen bei jedem Video und euch natürlich auch immer die ganzen neuen Sachen zu zeigen, zur Verfügung zu stellen, damit ihr wisst, um was geht's denn alles. Ich lege jetzt mal noch kurz die Celebration-Broschüre hier ins Bild und gehe noch ein bisschen weiter raus. Einfach, ja, es ist schon sehr dunkel jetzt, gell? Aber gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Macht's gut, ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!